Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7. Zweite Lesung, Gesetzentwurf Landesregierung, zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Glücksspielgesetzes. Ich darf den Kollegen Frömmrich bitten, aus dem zuständigen Ausschuss den Bericht zu erteilen. Vielen Dank, Herr Präsident. Beschlussempfehlung und Bericht. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Das Abstimmungsverhalten war CDU, BÜNDNIS 90, die Grünen, AfD dafür, bei Enthaltung der SPD, der Freien Demokraten und der Fraktion DIE LINKE. Danke schön für den Bericht. Erste Wortmeldung ist der Kollege Bauer für die Fraktion der CDU. Sie haben das Wort, und hier haben wir uns auf 7 Minuten 30. Schauen Sie einmal, wie Sie das klug hinlegen. Mit Glück geht es. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Markt für Glücksspiel befindet sich bekanntlich teilweise immer noch in einer Grauzone, denn ein bundeseinheitlicher Rahmen für den gesamten Glücksspielmarkt fehlt. Das ist sehr bedauerlich, denn der Glücksspielmarkt setzt Milliarden um. Dieser jetzt zu beratende Glücksspieländerungsstaatsvertrag ist daher ein kleiner, aber durchaus auch wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Denn die Abkehr von einer quantitativen zu einer qualitativen Konzessionsabgabe war schon immer eine hessische Forderung. Jeder Anbieter, der die geforderten Auflagen erfüllt, soll zum Zuge kommen. Anbieter, die den Jugendschutz, die Bekämpfung der Spielsucht und des Schwarzmarktes gewährleisten können, diese sollen konzessioniert werden. Durch die Änderungen ist es jetzt privaten Anbietern von Sportwetten in Hessen ab Januar 2020 nunmehr möglich, in ein Erlaubnisverfahren einzutreten. Denn wir wollen mit diesem Gesetz das Glücksspiel in geregelte Bahnen lenken und dem illegalen Wetten und Zocken entgegentreten, meine Damen und Herren. Hessen wird auch künftig dafür sorgen, dass wir uns auf Landesebene bemühen, Einigkeit herzustellen. Denn wir haben noch eine Menge mehr zu regeln, als das der jetzige Gesetzentwurf sozusagen beinhaltet. Denn wir wollen auch, dass Sportwettenanbieter sich an die Vorgaben halten und Spieler vor Manipulation und Sucht geschützt werden. Uns geht es dabei zunächst um eine gemeinsame Regelung, auch in den Bereichen der Online-Casinos, die bekanntlich wie Pilze aus dem Boden sprießen. Mit ihrer Lizenz, zumeist aus Ländern wie Malta, kann aufgrund der Dienstleistungsfreiheit auch von Deutschland aus auf die unzähligen Anbieter zugegriffen werden. Fast die Hälfte dieser Umsätze stammt mittlerweile von Online-Casinos, die nicht aus Deutschland stammen. Und dabei handelt es sich auch, wie gesagt, um ein Geschäft in Milliardenhöhe. Und wir unterstützen deshalb die Überlegungen, Einsätze zu begrenzen. So wäre es etwa denkbar, dass Spieler maximal 1.000 € im Monat für Sportwetten ausgeben dürften. Auch für Live-Wetten oder Ereigniswetten fordern wir Einschränkungen, die das maßlose Wetten unterbinden sollen. Auch die Sperrdatei Oasis spielt in Bezug auf den Spielerschutz eine wichtige Rolle. So gibt es Forderungen, dass sich Anbieter von Sportwetten und Online-Casinos dieser Sperrdatei anzuschließen haben. Meine Damen und Herren, der Glücksspielvertrag läuft Mitte des Jahres 2021 aus, weshalb dann auch die vergebenen Lizenzen auslaufen. Ein simples Weiter-so, das haben wir immer wieder angekündigt, auch der Innenminister, ein simples Weiter-so wird es ab 2021 mit Hessen nicht geben. Wir haben immer gesagt, dass wir uns notfalls auch eine eigene landesrechtliche Regelung vorbehalten. Denn es bleibt nach wie vor zu hoffen, und da wollen wir auch Taten sehen, dass diese ewige Diskussion beendet wird und endlich Taten folgen für mehr Spielerschutz auch in Hessen, meine Damen und Herren. Das Gesetz. Danke. Das Gesetz sieht darüber hinaus auch eine 10-prozentige Erhöhung der Beiträge für die Empfänger staatlicher Lotterieeinnahmen, sogenannter Destinatäre, vor. Wir wollen, dass mehr Geld für ehrenamtliche Arbeit in Hessen bereitgestellt werden kann. Konkret bedeutet das etwa für den Landessportbund eine Steigerung von rund 2 Millionen € auf dann gut 22 Millionen €. Die Liga der freien Wohlfahrtspflege wird etwa 5,8 statt 5,3 Millionen € zur Verfügung haben. Und der Hessische Jugendring kann 216.000 € mehr in seine wichtige Arbeit stecken. Ich habe schon angedeutet, auch bei der Debatte, das sind gute Nachrichten. Danke schön. Ich habe schon angedeutet, dass wir nach dem Auslaufen des Glücksspielstaatsvertrags 2021 von einer weiteren Erhöhung in dieser Größenordnung ausgehen und diese auch anstreben. Deshalb, meine Damen und Herren, sage ich Ihnen zum Schluss, von der Änderung des Glücksspielgesetzes profitiert das bürgerschaftliche Engagement in Hessen. Mit der Erhöhung der Abgaben
von Wett- und Spieleinsätzen um zunächst 10% fließen jährlich rund 3,5 Millionen Euro in ehrenamtliche Arbeit in Hessen. Weitere 10% werden wir dann noch einmal in den nächsten Jahren hinzugeben. Wir stärken damit spürbar das wichtige Ehrenamt in den Bereichen Sport, Bildung und Jugendarbeit und bitten daher um Zustimmung zu dem Gesetzentwurf. Besten Dank. Vielen Dank, Kollege Bauer. Das Wort hat der Abg. Günter Rudolph, SPD-Fraktion. Bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der vorliegende Gesetzentwurf beinhaltet zwei Teile. Der erste Teil ist die Verwendung der Toto-Lotto-Mittel. Hier ist vorgesehen eine Erhöhung um 10%. Wir reden über eine Summe bisher von rund 35 Millionen Euro. Wir haben dazu eine Anhörung durchgeführt, Herr Bauer. Ich nehme an, wir waren auf der gleichen Anhörung. Kollege Müller, ich bin Ihnen dankbar für den Hinweis, weil den Eindruck kann man in der Tat nicht haben. Denn in der Anhörung wurde deutlich, dass die sogenannten Destinatäre der Landessportbund Hessen, die Liga der freien Wohlfahrtspflege, der Hessische Jugendring, die Träger der außerschulischen Jugendbildung und der Ring politischer Jugend gesagt haben, wir brauchen mindestens 25% Erhöhung der Mittel, weil seit 2013 gab es keine Erhöhung und wir brauchen Planungssicherheit für die nächsten Jahre in einer verlässlich vernünftigen Höhe. Und da reichen 10% nicht aus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das war die klare Botschaft. Deswegen haben SPD und FDP auch einen Änderungsantrag eingebracht. Wir reden über 8,7 Millionen €, die den Organisationen, den Verbänden zugutekommen. Ich will das beispielhaft mal für den Jugendring deutlich machen. In den 31 Jugendverbänden des Hessischen Jugendrings sind über 1 Million Kinder, Jugendliche und junge Menschen aktiv. 75.000 Ehrenamtliche in der Jugendarbeit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich finde, da ist jeder Euro richtig gut investiert und bringt eine Rendite, die uns später in der Gesellschaft gemeinschaft zugutekommt. Jeder Euro ist vernünftig investiert. Das war das Ergebnis der Anhörung. Was ist das Ergebnis der Innenausschusssitzung? CDU und Grüne haben das mal gerade vollständig ignoriert. Ihr vager Hinweis im Gesetz in Was ist daran falsch, Herr Kollege Bellino? Sie haben nichts geändert. In Ihrem Gesetzentwurf steht drin, Sie stellen in Aussicht, da kann kein Verband mit Personalplanung betreiben und Arbeitsverträge abschließen. Und das ist falsch. Sie geben keine Planungssicherheit. Sie schützen eben nicht die ehrenamtliche Tätigkeit. Und das ist der falsche Ansatz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nun bin ich mir nicht mehr sicher, ob alle Destinatäre tatsächlich mehr als 10% wollen. Ich will da sagen, hinter mir im Präsidium sitzt die verehrte Kollegin und Schriftführerin Frau Karin Hartmann. Die war beim Landessportbund bei der Hauptausschusssitzung. Und da hat der Präsident, das werden wir mit ihm noch einmal auch schon ausdiskutieren, gesagt, 10% alles ganz toll. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mir sagen Vertreter aus dem Sportbereich, wir brauchen die 25%. Und der Präsident des Landessportbundes, ein ehemaliger Kollege von uns, sagt mal 10%. Ich finde, dann kann man ja vielleicht dem Sport 10% geben und gibt den anderen die 25%, dann spart man ordentlich noch was. Meine sehr verehrten Damen und Herren, so geht man, finde ich, nicht miteinander um. Und das wird auch nicht den vielen Ehrenamtlichen im Sportbereich gerecht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will zu dem zweiten Aspekt etwas sagen, nämlich zu den Regulierungen und der Übergangslösung im Bereich des Glücksspiels. Ja, ich wiederhole das und beziehe damit auch Parteifreunde in anderen Bundesländern ein. Das, was sich die 16 Bundesländer in dem Bereich Regulierung des Glücksspielmarktes in den letzten Jahren geleistet hat, war keine Ruhmestat. Sie, Herr Innenminister, sind auch als Tiger gestartet und wiederholt als Bettvorleger geendet. Das ist völlig klar. Sie haben Gerichtsentscheidungen hinnehmen müssen, die Ihre Dinge ganz klar zerrissen haben. Und der hehre Ansatz, wir wollen insbesondere den Sportwettenbereich, den Online-Bereich kanalisieren, den Beweis, ob das gelingt, gerade mit dem Gesetz, das müssen Sie in der Tat noch erbringen. Wir reden über eine Summe im Glücksspielmarkt von 14 Milliarden Euro. Das sind Zahlen aus 2017. Die werden eher gestiegen als gesunken sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dass wir tatsächlich Regelungsbedarf haben, brauchen und müssen, ist relativ eindeutig. Ich will Ihnen mal sagen, Spieleinsätze. Die Spielerinnen bei Lotterien haben durchschnittlich 311 € im Jahr eingesetzt, bei den Sportwetten 8.000
und bei den Online-Casino-Spielen schon 44.000. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind Zahlen aus dem Jahr 2015. Das sind dann heute schon weit höhere Zahlen. Und da müssen wir natürlich im Hinblick auf die Spielsucht und andere Dinge das ganz klar regeln und vernünftig regeln. Und ich will auch nicht, und wir wollen auch nicht, dass illegale Anbieter hier in Deutschland ihr Unwesen treiben können, die ihren Firmensitz in Gibraltar, Malta haben und tragen nichts zur Finanzierung der Allgemeinheit bei. Wir müssen auch das staatliche Toto-Lotto schützen, weil da wird die Spielersucht noch ernst genommen. Und das ist auch ein klares Signal, dass wir hier einen Handlungsbedarf haben. Und ich bin mir nicht sicher, ob das, was in dem zweijährigen Verlängerungsvertrag drinsteht, auch vernünftig geregelt wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen ist dieser Teil unbefriedigend. Und unbefriedigend ist auch, dass bisher zugelassen wird, dass Länder wie Schleswig-Holstein eine Sonderregelung machen. Und diejenigen Apologeten, die sich hinstellen und sagen, wir lassen das alles mal den Markt regeln, ohne jegliche Begrenzung, da kann ich nur sagen, da wünsche ich gute Verrichtung. Da wünsche ich gute Verrichtung. Und deswegen brauchen wir dringend vernünftige Regelung. Sie haben jetzt eine zweijährige Übergangsregelung mit allen Bundesländern vereinbart. Letzte Woche, glaube ich, fand die Ministerpräsidentenkonferenz zu dem Thema auch statt. Und deswegen, wir wollen, dass es tragfähige Regelungen gibt, die den europäischen Richtlinien und Standards standhalten. Übrigens, der derzeitige Glücksspielstaatsvertrag ist mit dem Europarecht vereinbart. Das haben andere Fraktionen im Landtag immer anders gesehen, die GRÜNEN beispielsweise, aber durchaus auch die FDP. Bisher alles bestätigt worden. Dass wir Regelungsbedarf haben, sehen wir. Wir haben nur nicht den Glauben, dass man gerade diesen Bereich kanalisieren kann. Und deswegen, glaube ich, werden weitere konzentrierte Schritte folgen. Diesen Teil des Gesetzentwurfs, den lehnen wir klar ab. Da es aber keine getrennte Abstimmung gibt, werden wir uns bei dem Gesetzentwurf enthalten. Am Schluss vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Günter Rudolph. Das Wort hat der Abg. Jürgen Frömmrich, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben diesen Komplex ja hinreichend in diesem Hause schon hoch und runter diskutiert. Vielleicht sollten wir die Begrifflichkeiten dann auch noch einmal durchgehen. Der Unterschied zwischen Liberalisierung und Regulierung ist da ein wichtiger, Herr Kollege Rudolph, auch noch einmal in Ihre Richtung. Also, ich finde, wir sollten da mal grundständig diskutieren an dem Punkt, wo es denn darum geht, wenn wir den nächsten Staatsvertrag aufsetzen. Dieser ist ja begrenzt für die nächsten zwei Jahre. Das ist sozusagen eine Maßnahme, die dazu führen soll, sozusagen weiter im Gespräch zu bleiben und dafür Sorge zu tragen, dass wir eine gemeinsame gute Regelung hinkriegen, was im Bereich der Regulierung stattfindet und auch Dinge regulieren, die zurzeit ja gar nicht, über die gar nicht geredet wird. Der ganze Bereich des Online-Marktes ist ja von Ihnen angesprochen worden. Also da finde ich, sollten wir doch ehrlicherweise mal die Dinge abschichten und die verschiedenen Dinge auseinander dividieren. Erstens. Der erste Punkt, mit dem wir es hier zu tun haben, das hat der Kollege Rudolph und der Kollege Bauer schon gesagt, das ist die Frage des Staatsvertrages und die Ratifizierung des Staatsvertrages. Aus meiner Sicht, und das hat der Kollege Bauer ja auch gesagt, aus unserer Sicht, auch der Regierungskoalition, ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist aber kein Durchbruch. Das haben wir immer wieder betont, weil wir eine Regulierung des Marktes insgesamt haben wollen. Und das war und ist zurzeit mit den 16 Bundesländern eben nicht möglich. Wir versuchen da unser Möglichstes. Aber Staatsverträge sind nun einmal so, Kollege Rudolph, da müssen Sie alle Länder auf einen gemeinsamen Staatsvertrag einigen. Das ist schwer. Deswegen sind wir jetzt den Weg gegangen, noch einmal zwei Jahre, aber diese zwei Jahre auch zu nutzen, hin zu einer kohärenten Regelung des Glücksspielmarktes insgesamt zu kommen. Der Vertrag hebt die Begrenzung der Konzessionen auf 20 auf, also der Deckel, der seinerzeit eingezogen worden ist. Wir haben das immer kritisiert. Die Landesregierung, aber auch die tragenden Fraktionen haben das immer kritisiert, weil es überhaupt nicht einsichtig war, warum man gerade diesen Deckel bei 20 Konzessionen macht. Und es war vorhersehbar, dass der 21., der keine Konzession kriegt, dagegen klagt. Das war eine Regelung, die von allen Ländern getroffen worden ist. Die Aufsicht darüber musste der Innenminister hier in Hessen nehmen. Von daher ist die Verantwortung auch bei allen Bundesländern und nicht nur bei dem hessischen Innenminister, lieber Kollege Beuth. Die Frage, die gar nicht geregelt ist, und das ist doch
Herr Kollege Rudolph, die Frage, die doch gar nicht geregelt ist, und das ist doch das Ärgerliche. Wir haben den ganzen Bereich des Online-Marktes in diesem Staatsvertrag nicht geregelt. Eigentlich ist es alles verboten, was da stattfindet. Wenn man aber das Internet anmacht oder wenn man Fernsehen schaut und sich die Werbung der Online-Casinos und anderer anschaut, dann sieht man, dass es stattfindet. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Markt regulieren. Es geht, wie Sie richtig gesagt haben, um 14 Milliarden Euro, die dort umgesetzt werden. Und dieses Geld könnten wir gut gebrauchen, um karitative Institutionen zu unterstützen und gerade die Destinatäre daran teilhaben zu lassen. Das wäre ein Weg in die richtige Richtung. Dafür brauchen wir aber alle Bundesländer, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da sollte vielleicht auch die SPD mit ihrem Regierungschef in ihren Bundesländern reden. Vielleicht kriegen wir das dann auch hin, dass wir da einen kohärenten Markt organisiert bekommen. In diesem Markt findet all das nicht statt, was wir ansonsten ja immer im Glücksspielbereich aufzählen. Da findet kein Spielerschutz statt, da findet kein Jugendschutz statt, da gibt es keine Spielerkarte, da gibt es keine Sperrsysteme, da gibt es keine Begrenzung der Einsätze. Dies alles gibt es in diesem Internetmarkt nicht. Und deswegen muss es Aufgabe von Politik sein, diesen Markt endlich ordentlich zu regulieren und die, die dort ihre Geschäfte machen, auch an den von denen auch Steuern und Abgaben zu verlangen, die das Gemeinwesen finanzieren. Das ist eine Aufgabe, denen sollten wir uns alle stellen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und der zweite Regelungsbereich ist der Regelungsbereich, wo wir ein paar Kleinigkeiten regeln. Aber die große Frage, die da geregelt ist, ist die Frage der Destinatäre. Und ich finde, was wir da machen, ist ein großer Schritt. Wir stellen den Destinatären rund 3,5 Millionen Euro mehr zur Verfügung für ihre wichtige Arbeit. Und das kann man doch auch einmal wertschätzen. 3,5 Millionen Euro ist viel Geld, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen, glaube ich, sollte man da etwas differenzierter reingehen. Und natürlich ist in der Anhörung, in der wir ja alle waren, darüber diskutiert worden. Und natürlich haben die, die als Destinatäre an der Verteilung der Mittel teilnehmen, haben sie gefordert, dass sie gerne mehr von Geld zugewiesen können. Das ist doch selbstverständlich. Das kann man doch auch verstehen, dass die Destinatäre selber sagen, wir hätten gerne mehr Geld. Wir brauchen mehr Geld, hätten gerne mehr Geld. Aber es ist eben auch Aufgabe von Politik, sozusagen die Aufgabenverantwortung und auch die Finanzverantwortung zu betrachten. Und es geht ja eben auch darum, dass wir das vernünftig, dass wir mit dem Geld vernünftig umgehen. Und das tun wir, wenn Sie den Gesetzentwurf richtig lesen und wenn Sie die Begründung lesen. Da steht drin, dass wir in diesem Jahr den Destinatären rund 10% mehr Mittel zur Verfügung stellen. Und wir kündigen in diesem Gesetzentwurf an, dass wir in 2021 noch einmal 10% zur Verfügung stellen, also insgesamt unterm Schnitt 7 Millionen Euro in den nächsten beiden Jahren mehr. Und das, finde ich, kann man doch auch einmal als Opposition würdigen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es geht da ja nicht um kleine Beträge. Ich will es nur mal ein bisschen aufschlüsseln. 2 Millionen Euro mehr für den Landessportbund. Die Liga der Freien Wohlfahrtsverbände bekommt in dem ersten Schritt rund 500.000 Euro mehr. Der Hessische Jugendring 216.000 Euro mehr, im zweiten Schritt noch einmal 216.000 Euro. Die außerschulische Bildung rund 700.000 Euro. Der Ring der politischen Jugend rund 60.000 Euro. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stellen da erhebliche Mittel zur Verfügung und sagen, in 2021 gibt es noch einmal diese Summe obendrauf. Und das, finde ich, ist ein gutes Zeichen, auch für das Ehrenamt in Hessen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Insgesamt können wir das alles nur verteilen, weil Toto und Lotto Hessen rund 135 Millionen Euro zur Verfügung stellt für diesen Bereich. Und wenn wir uns das mal anschauen, im Geschäftsbericht, da ist die Denkmalpflege, da ist der Landessportbund, da sind die Liga der Freien Wohlfahrtsverbände, der Jugendring, die außerschulische Jugendarbeit, der Ring politischer Jugend, die Stiftung Denkmalschutz, der Olympische Sportbund, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände, die Sporthilfe und andere aufgezählt. 135 Millionen Euro aus den Spieleinsätzen und aus den
aus den Umsätzen von Lotto Hessen werden hier zur Verfügung gestellt. Das ist doch wirklich viel Geld, liebe Kolleginnen und Kollegen, und das kann man doch vielleicht auch mal wertschätzen. Kollege Frömmrich, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme sofort zum Schluss. Und wenn man sich andere Bundesländer anschaut und den Vergleich zu anderen Bundesländern zieht, kann man auch sehen, dass wir da in Hessen durchaus auf einem guten Weg sind. Wir stellen aus Hessen rund 22 Millionen € für den Landessportbund zur Verfügung. Nordrhein-Westfalen mit, glaube ich, fast dreimal so viel Umsatz bei Lotto NRW stellt 28 Millionen € für den Landessportbund zur Verfügung. Da sieht man auch die Relationen. Uns ist das Ehrenamt wichtig. Uns sind die Destinatäre wichtig. Sie leisten eine große und wichtige Arbeit für unsere Gesellschaft. Deswegen haben wir gesagt, erster Schritt 10% und 2021 noch einmal 10%. Ich glaube, das ist ein gutes Signal in Richtung des Ehrenamtes in Hessen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Frömmrich. Das Wort hat der Abg. Bernd Vohl, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! Bereits in meiner ersten Rede zur Lesung der Gesetzesnovellierung hatte ich die Haltung der AfD-Fraktion zu den vorgelegten Änderungen im Detail dargelegt. Insofern sehen Sie mir bitte nach, wenn Ihnen einige der folgenden Ausführungen vertraut erscheinen mögen. Andererseits kann es bei Einnahme eines didaktischen Standpunktes durchaus zielführend sein, denselben Sachverhalt unter Einnahme verschiedener Perspektiven zu beleuchten. Wenn hierdurch ein Lerneffekt bei Ihnen erzielbar sein wird, wovon ich nach wie vor zumindest im Grundsatz ausgehe, dann erfährt die nochmalige Behandlung des rechtlichen Gegenstandes durch meine Person in diesem Hohen Hause ihre Rechtfertigung. Lassen Sie mich zunächst ein Resümee meiner Plenarrede aus dem September des Jahres in der gebotenen Kürze geben. Die inhaltlichen Änderungen im Gesetzentwurf sind marginal und zudem wenig originell und daher kaum geeignet, die vom Bundesgesetzgeber angemahnte Kanalisierung des Spielbetriebes sowie die Eindämmung des nicht regulierten Glücksspielmarktes umzusetzen. Vielmehr hat der Zwang zur Einlösung der Vorgabe durch deutsche und europäische Rechtsinstitutionen bei ihrer Gesetzesnovellierung merklich die Feder geführt. Sie wissen doch sehr genau, dass der Anteil der Sportwetten z.B. an den Bruttospielerträgen des Landes Hessen weniger als 1% ausmacht. Dagegen besitzt der nicht regulierte Glücksspielmarkt bereits im Jahr 2017 am gesamten hessischen Glücksspielmarkt einen Anteil von 22%. Es ist Ihnen, wie wäre es auch anders zu erwarten gewesen, mit dieser Gesetzesnovellierung kein großer Wurf gelungen. Andererseits haben Sie jedoch, da Sie nicht alles neu gemacht haben, auch nicht alles falsch gemacht. Angesichts dessen, was Sie sich auf anderen Politikfeldern bisher geleistet haben, ist dies fast schon als ein Erfolg zu verbuchen. Eben nur fast. Denn, meine Damen und Herren, es wäre inhaltlich geboten gewesen, das wesentlich stärkere Marktsegment der Online-Casinos einer deutlichen Regulierung zu unterwerfen. Da diese jedoch gemäß § 4 Absatz 4 des Glücksspielstaatsvertrags in Hessen verboten sind, hätte es zunächst wohl einer Bundesratsinitiative bedurft, um die Voraussetzungen zu einer befriedigenden Regulierung zu erwirken. Und wir reden hier bei dem Marktsegment von immerhin 14 Milliarden €. Den zu dieser großen Lösung erforderlichen Kraftaufwand brachten Sie jedoch nicht auf. Leider muss man sagen. Stattdessen haben Sie sich in der rechtlichen Grauzone, die einerseits durch die gemäß europäischen Rechts gegebene Dienstleistungsfreiheit und zum anderen durch die erwähnte Bestimmung des Glücksspielstaatsvertrages begrenzt wird, behaglich eingerichtet. Die menschlich drastischen Folgen des illegalen, aber eben auch des regulierten Glücksspielangebotes in Hessen in Form von 37.205 mit glücksspielbezogenen Problematiken im Jahre 2017 sollte für Sie als Volksvertreter Grund genug sein, eine konsequente Regulierung des Glücksspielmarktes zügig herbeizuführen.
Bei einer sorgfältigen Vorfeldanalyse des Problemfeldes Glücksspiel, die unsere Bürger von Ihnen erwarten dürfen, müssen zumindest die Erträge aus diesen sozialen Kosten, welche durch das Glücksspiel erzeugt werden, gegenübergestellt werden. Selbst bei konservativer Schätzung können diese pro glücksspielsüchtiger Person im unteren fünfstelligen Bereich angesetzt werden. Anstatt also wertvolles Steuergeld für z. B. bereits methodisch fragwürdige und inhaltlich oftmals unsinnige Fragestellungen der sogenannten Genderforschung oder in einen weitgehend imaginierten Kampf gegen rechts zu verpulvern, empfehlen wir Ihnen, diese Gelder in wissenschaftlich seriöse, gerne auch interdisziplinäre Forschungsprojekte zur Eruierung der sozialen Kosten der Glücksspielsucht zu investieren. Lassen Sie mich nunmehr in Anbetracht der Tatsache, dass die Details Ihrer Gesetzesnovellierung von mir bereits in der ersten Lesung vorgestellt und qualifiziert wurden, diese von einem abstrakten Standpunkt aus bewerten. Ihr Gesetzentwurf umfasst erstens nicht den gesamten zu regelnden Gegenstandsbereich, weil er den bedeutenden Schwarzmarkt außen vor lässt. Zweitens ordnete er den verbleibenden Bereich rechtlich nicht angemessen. Das bedeutet kurzum, dass Ihre Gesetzesnovellierung sowohl bei Einnahme der inhaltlichen als auch der formalen Perspektive Stückwerk bleibt. Diese zugleich stellt sie gegenüber der bestehenden Fassung des Hessischen Glücksspielgesetzes eine, wenn auch nur geringfügige Verbesserung, dar. Diese sehen wir insbesondere in der Verstärkung der Begünstigung ausgewählter Organisationen aus den Einnahmen der landeseigenen Lotterien und Sportwetten. Wenngleich die Organisation Ring politischer Jugend nicht das gesamte in diesem Hause vertretene politische Spektrum abdeckt und die zugewiesenen Gelder auch in von unserer Seite kritisch gesehene Arbeitsfelder wie Integration und Inklusion fließen werden. Vielleicht wäre zum einen die Erhöhung der Konzessionssteuer auf dem Niveau, wie es gegenwärtig in Frankreich der Fall ist, in der im Jahr 2021 anstehenden erneuten Novellierung des Hessischen Glücksspielgesetzes erstrebenswert. Die dadurch generierten Mehreinnahmen könnten dann auch in die Spielsuchtprävention investiert werden. Zum anderen verweist meine Fraktion auf den Vorstoß der niederländischen Regierung, welcher eine Vorbildfunktion für Deutschland haben könnte. Die rechtlich geordnete Freigabe des Online-Casinos-Marktes ermöglicht nämlich das Verlassen der Grauzone, in der wir uns jetzt befinden. Eingedenk der erheblichen Vorbehalte gegenüber der landesrechtlichen Ausgestaltung des dritten Glücksspieländerungsstaatsvertrages wird die AfD dennoch der vorgelegten Novellierung des Hessischen Glücksspielgesetzes mit Blick auf unsere hessischen Bürger ihre Zustimmung nicht verweigern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Vohl. Das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu dem einen Teil des vorgelegten Gesetzentwurfs, nämlich zum dritten Glücksspielstaatsvertrag, will ich heute nichts mehr sagen. Das habe ich in der ersten Lesung bereits getan. Nur so viel. Das ist ein schwieriges Thema, mit allen Bundesländern eine Vereinbarung zu treffen. Ich sehe da zwar sozusagen keinen großen Fortschritt, sondern eher eine Notlösung drin, die hier im Gesetz aufgenommen wurde. Ich will deshalb zum wesentlichen Teil, nämlich der Erhöhung der Mittel für die Destinatäre aus den Erträgen von Hessen Lotto sprechen, weil nach dem Vortrag von Kollegen Frömmrich hatte ich eher den Eindruck, er spricht über Mittel aus dem Landeshaushalt, ja, also die er da sozusagen sehr pathetisch verteilt oder auch verteidigt. Aber es geht um die Erträge von Hessen Lotto und nicht aus dem Staatshaushalt. Da will ich ausdrücklich noch einmal darauf hinweisen. Es ist gut, ich sage das ausdrücklich am Anfang, dass man einen Schritt auf die Destinatäre zugegangen ist und ein Teil ihrer Forderung, 10% Erhöhung, jetzt mit dem Gesetz erfüllt. Alle Destinatäre haben aber glaubwürdig dargelegt, dass sie eigentlich einen viel höheren Bedarf brauchen, weil es seit dem Jahre 2000
also seit knapp 20 Jahren, keine originäre Erhöhung mehr gegeben hat und ihre Kosten aber um ca. 30% gestiegen sind. Wir hätten es also begrüßt, wenn die Forderung aller Destinatäre nach 25% Erhöhung tatsächlich hier gefolgt worden wäre. Auch dem Änderungsantrag der SPD haben wir ja zugestimmt. Ich will deshalb, weil wir ja eine sehr ausführliche Anhörung hatten, mal ausnahmsweise zwei Vertreter in dieser Anhörung hier zu Wort kommen lassen und zitieren, damit noch einmal deutlich wird, was das im einen bedeutet. Herr Rudolph, auch ich war bei der Hauptversammlung des Landessportbundes. Ich will aber zunächst den Präsidenten des Landessportbundes, Herrn Dr. Rolf Müller, aus der Anhörung am 17.10. zitieren. Dort hat er gesagt, Zitat, wir sitzen nicht nur hier, weil wir gerne höhere öffentliche Mittel wollen, sondern wer sich im Vereinswesen auskennt, weiß, dass wir haben schon insofern einen enormen Eigenbeitrag geleistet, als wir vor 2 Jahren für alle unsere Mitglieder eine nicht unerhebliche Beitragserhöhung durchgeführt haben. Wer weiß, wie populär Beitragserhöhungen sind, kann ermessen, dass dies ein Schritt aus eigener Kraft war. An anderer Stelle sagt er dann weiter, der Gesetzentwurf, den wir heute diskutieren, sieht eine Erhöhung von 10% vor. Das ist auf der einen Seite erfreulich, würde aber für den Landessportbund in seiner Komplexität bedeuten, dass wir im Prinzip das Tagesgeschäft mehr oder weniger mühsam so fortsetzen könnten. Man muss bedenken, dass wir neben den Tarif- und Kostensteigerungen insgesamt auch einige staatlich verordnete neue Aufgaben erhalten haben. Ich will, auch wenn es jeden erstaunen lässt, auf die Datenschutzgrundverordnung hinweisen, die uns alle von der Spitze des Landessportbundes bis in die einzelnen Vereine vor große, auch finanzielle Probleme gestellt hat. Wir haben die Entwicklung in der Schullandschaft, bei der wir völlig neue Initiativen in Bezug auf die Entwicklung zu Ganztagsangeboten ergreifen müssen. Wir haben die Problematik der Inklusion und der Integration, die ich hier nur als Beispiel nennen möchte. Deswegen lautet unsere Forderung, die des Landessportbundes, die wir von Anfang an gestellt haben, dass wir die belegten 25% der Erhöhung gerne möglichst in einem Schritt bestätigt hätten. Soweit das Zitat des Präsidenten des Landessportbundes. Und ich will einen zweiten Vertreter zu Wort kommen lassen, nämlich den Vorsitzenden des Hessischen Jugendrings, Herrn Mario Maschalet, der in der Anhörung Folgendes gesagt hat. Zitat. Seit dem Jahr 2000 gibt es Preissteigerungen in Höhe von 30%. Es gab in diesem Zeitraum einen Ausgleich durch den Gesetzgeber in Höhe von ca. 5% im Jahre 2009 bzw. im Jahre 2013. Das ist sozusagen das, was dem gegenübersteht. Gleichzeitig haben die Jugendverbände natürlich auch geschaut, wie sie diese Situation eigenverantwortlich verändern könnten. Wo es möglich war, wurden Eigenmittel erhöht, und es wurden auch sinnvolle Einsparungen vorgenommen. Das hat dennoch nicht ausgereicht, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, der ohne Kürzungen auskommen würde. Das bedeutet, im Moment ist es eine finanziell schwierige Situation, einen Haushalt in den Jugendverbänden aufzustellen. Gleichzeitig möchte ich bei diesem finanziellen Punkt noch einmal darauf hinweisen, dass die Beteiligung am Glücksspielgesetz die Hauptfinanzierung der Jugendverbandsarbeit schlechthin ist. Es ist die Säule, über die sich Jugendverbände in ihrem allgemeinen Bereich finanzieren. Wir glauben, dass der Gesetzgeber und das Land Hessen weiterhin die Verantwortung für diese Hauptfinanzierung der Jugendverbände und damit für die freien Träger der Jugendhilfe auf Landesebene sicherstellen und die notwendige Verantwortung übernehmen müssen.
sie bedarfsgerecht auszugestalten. Soweit. Und deshalb kann ich am Schluss nur sagen, ich denke, diese 25% wären berechtigt, sie wären möglich, und sie sind notwendig und belegt. Dass Sie dies nicht tun, dass Sie nur 10% Erhöhung vorgenommen haben, müssen Sie auch gegenüber diesen Verbänden selbst vertreten. Wir jedenfalls werden uns aus diesem Grunde der Stimme enthalten, weil wir nach wie vor davon überzeugt sind, dass die 25% richtig und auch möglich gewesen wären. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat der Abg. Müller, FDP. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich glaube, die Anhörung, die wir zum Thema Lottomittel hatten, war ziemlich eindrücklich und ziemlich eindeutig. Es wurde samt und sonders, ich habe ehrlich gesagt keinen gehört, der gesagt hat, 10% sind das, was wir brauchen. Im Gegenteil, es war eine ganze Reihe anzuhören, die sehr, sehr deutlich gemacht haben, dass die 25%-Forderung begründet ist, meine Damen und Herren. Und wenn man mitunter Aufstellungen auch von den Verbänden vorgelegt bekommen hat, dann wird klar, wieso das so ist. Sachkostensteigerung erheblicher Art. Über 20, 25 Jahre die Steigerung der Personalkosten, erhebliche Auswirkungen. Und dann eben auch zusätzliche Aufgaben. Gerade auch im Rahmen der Flüchtlingskrise, Integrationsaufgaben, die dort vermehrt wahrgenommen werden. Und meine Damen und Herren, wie kann man denn effizienter und besser Mittel investieren als in diese großteils ehrenamtliche Arbeit? Mit den Mitteln, die Sie aus dem Lottobereich dann in den Haushalt schieben und nicht den Destinatären zur Verfügung stellen, können Sie im Haushalt niemals so effizient und gut wirken im Sinne von sozialen Projekten, im Sinne von kulturellen Projekten oder auch im Sinne des Sports, wie das durch die Destinatäre erfolgen kann. Und deswegen verstehe ich nicht, dass Sie sich dort so widerspenstig anstellen, meine Damen und Herren. Ich warte auch immer noch, Herr Frömmrich, wo ist er? Da ist er. Sie hatten mir in der letzten Plenardebatte zugesagt, dass Sie auf uns zukommen, weil in der Vergangenheit war es durchaus üblich, dass bei diesem Thema Destinatäre der Landtag einvernehmlich sich auseinandersetzt damit, wie man das machen kann. Sie haben beim letzten Mal doch dazwischen gerufen, wir kommen auf Sie zu. Ich habe es im Ausschuss angesprochen. Jetzt ist heute die letzte Lesung hier. Bis jetzt kamen Sie nicht auf mich zu. Ich weiß nicht, ob wir das noch hinkriegen heute Abend, bevor wir darüber abstimmen, aber ich glaube nicht. Offensichtlich, ja, die Abstimmung ist demnächst, Herr Klose. Insofern, offensichtlich war es doch nicht gewünscht, das einvernehmlich zu machen. Das finde ich schade. Im Ergebnis wurde schlicht unser Antrag abgelehnt. Und wenn ich heute Abend hier höre, wir streben an eine weitere Erhöhung, und wir haben es doch in der Begründung stehen, und wir denken, wir können das schaffen. Ja, meine Damen und Herren, auf der Basis können Verbände und Organisationen nicht planen. Auf der Basis kann man nicht planen. Deswegen werden wir uns insgesamt am Ende auch enthalten. Jetzt fragt mich, warum enthalten? Weil ja, wir können auch, wenn ihr wollt, dagegen stimmen. Wenn ihr uns nachvollzieht, dass wir diese 10% Ihnen alle mal gönnen, aber eigentlich 25%. Wir wollen nur nicht noch dagegen stimmen, dass wir wenigstens die 10% bekommen, meine Damen und Herren von der CDU. Denn das sind die Mittel, die dringend gebraucht werden. Wenn Mitarbeiter über Jahre auf Gehaltserhöhungen warten, dann kann man sich nicht nur hinstellen und sagen, es ist doch alles super, wir machen jetzt 10% und alle können sich freuen. Und dafür teilen wir im nächsten Jahr noch einmal 10% und lassen uns auch noch einmal dafür feiern. Dann sind es aber immer noch nicht die 25%, die uns nachvollziehbar belegt wurden, dass sie gebraucht werden. Deswegen, meine Damen und Herren, ist das unsere Position. Wir haben darüber hinaus einen zweiten Teil im Gesetz. Da geht es dann um das Thema Glücksspiel. Hier sind wir inhaltlich an vielen Stellen näher bei den beiden Regierungsfraktionen und auch bei der Landesregierung. Und trotzdem bin ich gespannt, wie es hier weitergeht. Ich glaube, dass der Punkt, über den wir heute entscheiden, diese Übergangslösung, nicht der Knackpunkt ist. Die entscheidende Frage wird sein, und das haben alle Vorredner an der Stelle auch deutlich gemacht, wie kommen wir zu einer kohärenten Regulierung des gesamten Online-Marktes, des gesamten Sportwettenmarktes? Wie kriegen wir das organisiert, dass wir hier Jugendschutz, Spielerschutz, all diese Aspekte endlich mit einbeziehen können? Das ist eine große Aufgabe, weil hier 16 Bundesländer
sich einvernehmlich in allen unterschiedlichsten Parteienkonstellationen auf ein Ergebnis einigen müssen. Und trotzdem wäre es dringend geboten, das zu tun, weil eben die eben genannten Gründe Spielerschutz, Jugendschutz es gebieten, hier eine Regelung zu finden. Denn das, was im Moment dort in diesem Markt stattfindet, kann so nicht stattfinden. Und sogar diejenigen, die es betreiben möchten, sind der festen Überzeugung, dass man eine Regulierung braucht und wünschen sich diese Regulierung. Und deswegen ist es, glaube ich, die Verantwortung, dort auch etwas zu finden. Ich habe eben vernommen, Herr Bauer, dass Sie das Spielerkonto mit 1.000 € begrüßen. Das ist zwar nicht Bestandteil jetzt des Gesetzes, was wir jetzt beschließen. Das ist die Debatte, die aktuell geführt wird. Ich sehe das etwas skeptischer. Zumindest ist die Frage auch 1.000 € für einen mehrfachen Millionär. Ist es das wirklich, was wir brauchen? Lassen Sie uns das nächste Mal diskutieren. Ich bin aber etwas überrascht, dass das so einfach von Ihnen jetzt schon mal abgesegnet wird. Ein Punkt, der auch in dem Gesetz eine Rolle spielt, der insgesamt aber auch sehr interessant ist, ist das Thema Trennungsgebot. Wenn wir ausgebildetes Personal in Einrichtungen haben, wo Glücksspiel angeboten wird, sollte man dann nicht vielleicht tatsächlich überlegen, ob es Sinn macht, dort auch anderes Glücksspiel, also Sportwetten oder Lotto, anzubieten? Muss das wirklich alles getrennt sein? Das heißt, wir haben in einer Straße über verschiedene Entfernungen verschiedene Angebote mit jeweils extra ausgebildetem Personal. Macht das nicht nur schwieriger? Erhöht das nicht im Zweifel die Verstöße und den Missbrauch? Das ist schon ein Punkt, über den ich gerne auch dann beim nächsten Mal noch intensiver diskutieren werde. Da wir uns insgesamt ja nur in einem abstimmen können, werden wir uns, wie eben schon beschrieben, enthalten. Aber ich glaube, dass wir beim Glücksspielgesetz hoffentlich einen Weg finden werden. Beim Thema Lottomittel und Ausstattung der Destinatäre sind wir schon etwas mehr verärgert, dass es hier nicht zu einer einvernehmlichen und guten Lösung im Interesse der Destinatäre kommt. Danke schön. Vielen Dank, Kollege Müller. Das Wort hat der Innenminister, Staatsminister Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! In der Tat zwei Teile. Ich will mich kurz fassen, aber gleichwohl schon ein paar wenige Anmerkungen machen. Und zwar zuerst einmal die zu der Frage des Staatsvertrages. Dass ich mir hier von einem Sozialdemokraten vorhalten lassen muss, dass wir beim Glücksspielstaatsvertrag mit 16 Ministerpräsidenten nicht weiterkommen, weil die Sozialdemokraten diejenigen sind, die mit ihrer puren Ideologie alles verhindern, was dort Vernunft sozusagen hergeben würde. Das ist schon ein starkes Stück. Das will ich hier schon einmal sagen, meine Damen und Herren. Die Ahrländer sind diejenigen, ja, Herr Kollege Rudolph, ich bin ja gewohnt, dass Sie nach mir noch einmal kommen, aber deswegen nehme ich das gleich mit in Kauf. Ich bin mal gespannt, wie Sie sich gleich einlassen werden. Die Ahrländer sind nämlich diejenigen, die jede vernünftige Lösung im Bereich des Glücksspielrechts in den vergangenen Jahren immer wieder verhindert haben. Und, meine Damen und Herren, die Sozialdemokraten sind auch diejenigen gewesen, die uns in diese Situation damals mit hineingeführt haben. Sie haben eben wirklich nicht sehr kenntnisreich von den Verfahren gesprochen, die wir tatsächlich in der Tat verloren haben. Aber doch deswegen haben wir sie damals verloren bei der Konzessionsabgabe, weil die Regulatorik, die hinten dran war, nämlich die Zuweisung von 20 Konzessionen, das Problem war. Es war von vornherein klar, meine Damen und Herren, dass wir am Ende die Konzessionen für die Sportwetten nicht ausgeben können, weil wir nur 20 Konzessionen zur Verfügung hatten und immer klar war, dass der 21. klagen würde und das komplette Verfahren lahmlegen würde. Aber das geht ja zurück auf einen Ministerpräsidentenbeschluss, wo die A-Länder, also die SPD-Länder, diejenigen waren, die das ideologiegetrieben immer mit betrieben haben, meine Damen und Herren. Und deswegen lasse ich mir von Ihnen hier nicht vorwerfen, dass wir nichts erreicht hätten, weil am Ende es auf Sie zurückfällt. Und ja, Herr Kollege Vohl war es, glaube ich, der gesagt hat, das ist kein großer Wurf. Natürlich ist das kein großer Wurf. Das ist ein Minimalkonsens, der in der MPK erreicht worden ist, um die Sportwetten überhaupt irgendwie gängig zu machen, um überhaupt nur so ungefähr es hinzubekommen, dass wir einen kohärenten Glücksspielmarkt mal irgendwann in diesem Lande, und zwar nicht in Hessen, sondern insgesamt in Deutschland, der europarechtskonform ist, dann erreichen würden. Ja, in der Tat, es ist kein großer Wurf. Aber wir kämpfen seitens des Landes Hessen seit 2014 mit Vehemenz dafür, dass wir endlich einen vernunftbegabten Glücksspielmarkt in Deutschland bekommen. Und wir werden dabei im Übrigen auch nicht nachlassen, egal was am Ende Herr Kollege Rudolph gleich noch zu berichten hat. Meine Damen und Herren,
Mit diesem Glücksspielstaatsvertrag wird es nunmehr möglich werden, dass wir Sportwetten genehmigen können, und zwar genau nach den Prinzipien, die wir für richtig halten. Qualitative Gesichtspunkte, also sind die Fragen des Spielerschutzes, sind die Fragen des Jugendschutzes, sind die Fragen Verbraucherschutz, ist die Frage Manipulation, sind all diese Dinge sozusagen bei den Sportwettanbietern gewährleistet, und dann können sie Genehmigungen auch tatsächlich erhalten, und wir werden diese Genehmigungen auch ausgeben. Meine Damen und Herren, in diesem Glücksspielstaatsvertrag steht drin, dass die Genehmigungen ab dem 01.01.2020 erforderlich sind. Und ich sage das auch in aller Deutlichkeit, auch gegenüber den Sportwettanbietern. Meine Damen und Herren, es wird sozusagen eine Basis geben. Und dann werden ab dem 01.01.2020 nur noch diejenigen, die eine Genehmigung beantragt haben, überhaupt in der Lage sein, formal und inhaltlich rechtlich korrekt Sportwetten in diesem Land anzubieten. Die Tatsache, dass, obwohl wir bereits an vielen Stellen darauf hingewirkt haben, dem Sportwettenverband und all den Anbietern bereits übermittelt haben, dass unser Regierungspräsidium in Darmstadt, ich sage nun mal auch mit dazu, das wird die größte Glücksspielbehörde in Deutschland werden, dass wir in Darmstadt alle Voraussetzungen dafür hergestellt haben, dass man dort entsprechende Genehmigungen jetzt schon beantragen kann, damit man sie im Januar denn auch tatsächlich dann auch ausgesprochen bekommen kann. Meine Damen und Herren, ich mache hier schon einmal deutlich, es ist nicht zu ertragen, dass wir keinen einzigen Antrag auf Genehmigung bisher vorliegen haben. Und ich mache hier auch deutlich, die Zeit tickt. Wir werden schon alleine, damit sozusagen wir uns hier korrekt und kohärent verhalten, wir werden dafür Sorge tragen, dass diejenigen, die keine Genehmigung haben, am Glücksspielmarkt auch nicht sozusagen auftreten werden. Wir werden dagegen entsprechend vorgehen. Und dazu gehört, meine Damen und Herren, es wird keine Duldungen mehr geben oder solche Geschichten. Ja, lieber Kollege Rudolph, ja, ich weiß, Sie verstehen da nicht viel von, aber Sie müssen sich das von mir hier jetzt schon einmal anhören lassen. Ja, das, Sie stehen. Also, das tut wahrscheinlich sehr, sehr weh bei Ihnen, aber ich bin die Respektlosigkeiten mir gegenüber von Ihnen ja gewohnt, und deswegen nehme ich Sie hier zur Kenntnis. Meine Damen und Herren, die Sportwettanbieter, die bezahlte Werbung im deutschen Fernsehen machen oder die Vereine oder Ähnliches sehr prominent unterstützen, werden damit rechnen müssen, dass, wenn sie keine genehmigten Angebote bewerben, dass sie dann entsprechend ihre Werbung zurücknehmen müssen. Auch das will ich hier deutlich sagen. Deswegen die in Anführungsstrichen die Zeit tickt für die Anbieter, die Uhr tickt für die Anbieter hier in Hessen und in Deutschland, was die Sportwettangebote angeht. Und ich kann nur darauf dringen und darum bitten, dass entsprechende Anträge gestellt werden. Wir werden jedenfalls einmal gegen illegale Angebote, das will ich hier deutlich machen, auch konsequent vorgehen. Meine Damen und Herren, darüber hinaus haben wir im dem hier vorliegenden Glücksspielgesetz die Frage der Erhöhung der Destinatäre vorgesehen. Das ist hier hinreichend erklärt worden. Ob man eine solch unmäßige Kritik, wie der Kollege Rudolph hier sie eben losgelassen hat, gegenüber dem Präsidenten des Landessportbundes loslassen muss, das weiß ich nicht. Ich weiß nur eins, dass, und der Hauptgeschäftsführer sitzt dort oben, dass wir mit dem Landessportbund im guten Einvernehmen und unter gegenseitiger Anerkennung dessen, was wir leisten und füreinander leisten, dass wir sehr gut zusammenarbeiten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch ein Präsident eines Landessportbundes sozusagen anerkennt, dass das Land Hessen nicht nur an dieser Stelle, nämlich beim Glücksspielgesetz, sondern an vielen, vielen anderen Stellen den Sportbund, die Fachverbände, die Sportler, die Vereine in diesem Lande entsprechend unterstützt. Und deswegen freue ich mich darüber, wenn Herr Präsident Müller sozusagen auf seinen Gremiensitzungen auch entsprechende Dankbarkeit erkennen lässt, meine Damen und Herren. Dass wir die Planungssicherheit im Gesetz hier nicht vorsehen konnten, das müsste Ihnen eigentlich klar sein. Der Kollege Müller und der Kollege Rudolph haben darauf hingewiesen. Ja, wir können nur in ein Gesetz, was halt eben im Jahr 2021 ausläuft, nur andeuten, dass wir gewillt sind und vorhaben, entsprechende
weitere Erhöhungen vorzusehen. Das können wir aber, wie gesagt, dort nicht festschreiben, weil das Gesetz halt eben, im Juni 2021 ausläuft. In der Tat kein großer Wurf, aber nicht sozusagen, weil der große Wurf uns nicht gelungen wäre, sondern weil es uns nicht erlaubt wird, meine Damen und Herren, dass wir den Glücksspielmarkt in Hessen und in Deutschland vernünftig regeln. Dem stehen allerdings Sozialdemokraten im Wesentlichen im Wege. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Das Wort hat der Abg. Günter Rudolph, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Beuth, Ihre Arroganz ist ja hinlänglich bekannt, und Sie müssten erst einmal bei dem Thema etwas liefern. Sie haben vollständig versagt. Ich habe an der Kritik ausdrücklich alle 16 Bundesländer mit einbezogen, dass die gemeinschaftlich versagt haben. Ich erinnere mich noch, wie der Ministerpräsident Bouffier im Jahre 2013 oder 2014 den damaligen Glücksspielstaatsvertrag gelobt hat. Sie haben vier Wochen später gesagt, das sei alles Murks. Da müssen Sie sich einmal vorher überlegen, ob Sie dem zustimmen, wenn etwas nicht richtig ist. Zweite Bemerkung. Ja, das ist schön, wenn Sie gegen illegale Anbieter vorgehen. Wir nehmen Sie da beim Wort. Bisher ist da nämlich noch gerade gar nichts passiert. Ist alles geduldet. Sie blasen ganz schön die Backen auf in einem Bereich. Ja, Sie sind der Einzige, der den Bereich auch nicht reguliert. Sie müssen sich einmal umhören, was z.B. auch Toto Lotto sagt zu dem ganzen Bereich, dass Sie das nicht hinkriegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Sie haben die Backen aufgeblasen. Sie müssen erst einmal was liefern. Nach den letzten Jahren und den Erfahrungen haben wir da unsere Zweifel. Der zweite Bereich, ja. Ich kritisiere ausdrücklich, und das finde ich nicht in Ordnung, das werde ich dem Kollegen Rolf Müller auch dann noch einmal persönlich sagen bei nächster Gelegenheit. Zu einer redlichen Diskussion im Landessportbund gehört auch zu sagen, ja, es gibt auch einen Antrag von Fraktionen aus dem Hessischen Landtag, die Toto-Lotto-Mittel um 25% zu erhöhen. Das gehört auch zu einer redlichen Auseinandersetzung, meine sehr verehrten Damen und Herren, um deutlich zu machen, dass es Alternativen gibt. Und das haben ja SPD und FDP nicht gemacht, weil Sie jetzt sagen, ja, ist doch klar, jeder, der Empfänger ist, will mehr Geld. Darum geht es nicht, sondern die Motivation für uns ist, hier gibt es einen Nachholbedarf, hier gibt es berechtigte Forderungen, und die haben wir aufgegriffen, und die wollen wir umgesetzt haben. Und das ist doch völlig legitim und völlig in Ordnung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen, Ihre Krokodilstränen können Sie sparen. Ehrenamt ist in der Verfassung aufgenommen. In Sonntagsreden, ich kann es von Ihnen nicht mehr hören, es gibt in Hessen für fast jedes einen Preis, jedes Ehrenamtspreis, eine Medaille, was Sie sonst alle verleihen. Aber diejenigen, der Jugendleiter im Sportverein, der sich um die Ausbildung junger Menschen kümmert, um die Flüchtlingsintegration kümmert, die brauchen tatsächlich jeden Euro. Da tut die Mitgliedserhöhung im Sportverein weh. Das wird hier kaltlächelnd abgemacht nach dem Motto, sei nicht nötig. In der Sache ist dieser Ansatz berechtigt. Deswegen haben SPD und FDP den Antrag gestellt. Und mit einer kalten Arroganz von CDU und Grünen lehnen sie das ab. Eine Mehrsumme von 5 Millionen Euro beim Landeshaushalt von fast 30 Milliarden € ist finanzpolitisch darstellbar, meine sehr verehrten Damen und Herren. Man muss es nur wollen. Sie wollen es nicht, und das werden wir erzählen im Land, ob Ihnen das passt oder nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rudolph. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Landesregierung, zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Glücksspielgesetzes in zweiter Lesung. Wer dem zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das ist CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN und AfD. Wer ist dagegen? Keine. Wer enthält sich? SPD, FDP und Fraktion DIE LINKE. Damit ist dieser Gesetzentwurf in zweiter Lesung angenommen und zum Gesetz erhoben.